Ich freue mich sehr, da zu sein und auch für die Landeskirche ganz offiziell herzlich willkommen allen Gästen aus den verschiedenen Ländern, die man hier auch mit den Punkten sehen kann. Ich habe mich noch mal informiert. Es sind ja nicht nur unsere klassischen Partnerkirchen wie Papua oder Tansania, sondern auch durch Gemeinde oder persönliche Kontakte noch andere Gäste aus anderen Ländern dabei. Also aus Paraguay zum Beispiel, da bin ich erstaunt. Wer ist aus Paraguay? Ah, hallo, very welcome, yes. Okay, ich nenne aber jetzt nicht alle, das dauert zu lang, dann ist die Bibelarbeit vorbei irgendwie. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen für die gemeinsame Zeit hier bei uns in Sachsen. Wir werden uns immer mal wieder sehen am Sonntag im Gottesdienst, am Montag bei dem Empfang des Freistaates dann auch in Dresden. Empfang der Landeskirche. Empfang der Landeskirche für den Freistaat. Das müssen wir schon korrekt machen. Bei uns in Deutschland, besonders in Sachsen, bedeutet Bibelarbeit, dass man sich tatsächlich mit einem Bibeltext beschäftigt. Das heißt, ich möchte gern mit Ihnen Jeremia 29, 11 tatsächlich betrachten, aber nicht nur historisch, was das damals bedeutet hat, sondern auch, was es für uns heute bedeutet, ein solches Thema in einer Tagung zu haben. Gott spricht durch den Propheten: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Bekommen Sie manchmal noch richtige, echte Briefe per Post? Ja, einige nicken. Ich auch in der Bischofskanzlei. Also es gibt Leute, die geben sich unglaublich Mühe. Die schreiben Briefe auf Büttenpapier und mit Tinte. Und ich vermute dann immer, es hat wahrscheinlich einen Entwurf gegeben, ein Manuskript. Dann wird es übertragen, so fein, wie die Leute schreiben. Einen Brief zu bekommen auf diese Weise ist etwas Besonderes. Und wenn ich einen solchen Brief öffne, bin ich immer sehr gespannt, was wird wohl drinstehen? Warum hat sich dieser Mensch die Mühe gemacht, mir ganz persönlich einen Brief zu schreiben? Wenn wir das im Hinterkopf behalten, können wir vielleicht ahnen, was der Brief, Jeremia 29, das ganze Kapitel ist ein Brief, der in das Prophetenbuch eingetragen wurde, für die Menschen in Babylon bedeutet hat. Ein Brief aus Jerusalem, aus der Heimat. Ein Brief an die Weggeführten. Nicht mit der Post geschickt, sondern mit einer Delegation nach Babylon gekommen. Dort gab es eine Begegnung auch durch den Statthalter von Juda, der dann nach Babylon musste. Aber es war jemand dabei in der Delegation, der den Brief mitgebracht hat, ein Freund von Jeremia, und der den Brief den Leuten dort überreicht hat. Und dann versuche ich mir vorzustellen, wie die Situation war, dass sich die Community, die jüdische Community in Babylon trifft, und dann wird der Brief geöffnet, also Papyrus vermutlich damals, und dann wird er vorgelesen. Was haben die Leute besonders gebraucht? Sie haben Ermutigung gebraucht. Sie waren deportiert, weggebracht worden, gegen ihren Willen. Sie hatten die heilige Stadt Jerusalem verloren. Der Tempel ist ausgeplündert worden. Sie mussten weg, andere sind zurückgeblieben. Sie waren getrennt von denen, mit denen sie eigentlich verbunden waren. Diese Menschen haben ganz besonders Ermutigung gebraucht. Und in dem Brief steht etwas drin, was wahrscheinlich zunächst eine extreme Entmutigung gewesen ist. Nämlich eine prophetische Aussicht: Ihr werdet nicht so schnell nach Jerusalem zurückkehren können. Richtet euch auf eine lange Zeit ein. Und dann wagt der Prophet auch eine Zeitansage. Er sagt, 70 Jahre werdet ihr in Babylon sein. Das bedeutet für die allermeisten dort, dass sie nicht wieder zurückkehren werden. Ich versuche mir vorzustellen, was das mit denen gemacht hat. Ich spare mir eine längere Einführung. Es gab auch einen Prophetenstreit.
Da gab es einen anderen Propheten, der hat gesagt, Jahwe wird euch bald zurückbringen, die Geräte kommen in den Tempel zurück, der Kultus wird wieder wie gewohnt gehen können. In den nächsten 2 Jahren gibt es eine Lösung. Hat der Prophet Hanania, heißt er, sich nicht getraut, etwas Unangenehmes auszusprechen? War er selber voller Sehnsucht vielleicht? Und seine Sehnsucht hat ihn bestimmt auch in seiner prophetischen Rede. Und dann gibt es diese Geschichte mit dem hölzernen Joch und dem eisernen Joch. Man kann das alles im Propheten Jeremia nachlesen. Die Kernaussage des Briefes ist, es wird nicht 2, sondern 70 Jahre dauern. Und wenn es schon so ist, ich zitiere einen weiteren Satz aus dem Brief, der allen bekannt sein dürfte, suchet der Stadt Bestes, wohin euch Gott geführt hat. Das heißt, wenn ihr dort bleibt, ist es wichtig, dass ihr euch heimisch macht, dass ihr die Stadt im Blick behaltet, dass ihr euch nicht abkapselt, nur euch selber seht und eure Gemeinschaft, sondern dass ihr Wirksamkeit in die Stadtgesellschaft hinein entfaltet. Denkt an die nächste Generation, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit Kinder geboren werden, damit es weitergeht, auch wenn es im Moment nicht zurückgeht. Und dann gibt es einen weiteren wichtigen Satz, der wird auch bei mir eine Rolle spielen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das ist also eine doppelte Orientierung. Bringt euch in das irdische Leben ein und nutzt die Zeit, um Gott zu suchen. Ich komme von diesem Text auf das, was uns möglicherweise heute beschäftigt. Ich gehe natürlich auch von der Situation hier in Deutschland aus. Ich habe schon versucht, ein wenig zu überlegen, wie es Ihnen vielleicht in Ihren Ländern geht. Ich habe 4 oder 5 Fragen. Und vielleicht können Sie die Fragen für sich auch selber beantworten. Wir haben ja dann noch eine kleine Gesprächsmöglichkeit. Die erste Frage ist, wie denkt Gott über uns? Wie denkt Gott über uns? Das ist natürlich sehr schwer herauszufinden, weil wir ja nicht einfach sagen können, wir sind jetzt mal die von Babylon. Ne? Aber die Frage, wie Gott über uns denkt, ist eine Frage, die unseren Glauben wesentlich bestimmt. Ganz wesentlich. Und da gibt es so etwas, was ganz viele Menschen in sich tragen. Wenn ich in guten Umständen bin und gesegnet bin, dann denke ich vielleicht, Gott denkt gut über mich. Er tut mir Gutes. Wenn mir aber der Wind entgegenbläst, wenn ich vielleicht mit Schicksalsschlägen zu tun habe, wenn nicht gelingt, was ich mir vornehme, und wenn ich ein Mensch bin, der sein Leben ins Verhältnis zu Gott setzt, denke ich möglicherweise, Gott hat sich gegen mich gewendet. Und dann ist es gar nicht mehr weit, dass man anfängt und sagt, wahrscheinlich bin ich schuldig geworden. Ich habe den Segen Gottes verspielt. Ich sage das ganz ehrlich, ich kenne diese Momente aus meinem Leben, wo etwas anders gelaufen ist, als ich gedacht habe. Und ich habe für mich selber gedacht, ich habe den Segen Gottes verspielt. Und das kann ganz schmerzhaft sein, dass man meint, man ist nicht mehr bei denen, die von Gott geliebt sind. Man müsste aber vielleicht sogar noch etwas konkretisieren. Wenn es uns gut geht, dann ist es nicht zwangsläufig so, dass wir uns von Gott gesegnet fühlen, sondern wir nehmen es auch gelegentlich als Selbstverständlichkeit und vergessen Gott darüber. Viele sagen, dass der Wohlstand nicht zu Dankbarkeit gegenüber Gott führt, sondern eher zur Ablenkung von Gott weg. Aber wenn es schwer wird, meinen wir, Gott denkt schlecht von uns. Wenn wir davon ausgehen, stellt sich natürlich die Frage, woran merkt man denn, ob Gott da ist und zu einem steht? Das wäre jetzt das positive Gegenbild. Merkt man es an guten Umständen oder nicht? Und mir ist wichtig, aber es wird dann auch Austausch geben, zu sagen, die Umstände sind kein hilfreiches Zeichen dafür, wie Gott zu mir steht. Das sind zwei ganz
verschiedene Sachen. Äußeres Wohlergehen ist kein Zeichen von Segen. Das kann durch viele andere Dinge auch gekommen sein. Äußere Bedrängnis ist kein Zeichen für die Abwesenheit Gottes. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Umstände haben vielmehr die Funktion, egal wie sie sind, das, was ich erlebe, in das Verhältnis zu Gott einzubeziehen. Das bedeutet natürlich, wenn ich gesegnet bin, dass ich Dankbarkeit aufbaue. Und wenn ich unter Bedrängnis bin, dass ich frage, was soll sich in meinem Leben, in meinem Glauben bewähren? Also wo möchte Gott, dass ich in meiner Persönlichkeit, in meinem Glauben, in meinem Charakter wachse? Schwierigkeiten können, wenn sie gut verarbeitet werden, zu Persönlichkeitswachstum führen. Ich kenne dafür viele Beispiele. Und ich würde auch von mir selbst sagen, dass die Zeiten in Schwierigkeiten mich eher nach vorn bringen, als die Zeiten, in denen alles gut und glatt läuft. Woran merkt man aber, dass Gott da ist und dass er gut von uns denkt? Unser Text sagt, ich habe Gedanken des Friedens. Der Frieden ist ja etwas, was man äußerlich in den Umständen festlegen kann. Frieden aber aus der Sicht des Neuen Testamentes ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glauben, Sanftmut, Kraft zum Verzicht. Das sind Wirkungen des Geistes Gottes, und wenn diese Wirkungen in uns, in unserem Herzen sind, bedeutet das, dass wir mit Gott verbunden sind, unabhängig davon, wie es gerade geht. Deswegen ermutige ich sehr dazu, immer wieder auch zu schauen, dass man selber im Frieden mit Gott ist. Und das ist etwas anderes, als ob man in Frieden mit den Umständen ist. Wenn ich spüre, dass ich in mir drin mit Gott nicht im Reinen bin, dann werde ich wirklich unruhig. Dann denke ich, ich muss etwas klären, das geht so nicht. Äußerlich mag es sein, wie es ist. Die zweite Frage, oder vielleicht doch noch eine Bemerkung an dieser Stelle. Die Weggeführten nach Babylon haben, wenn sie konnten, ich weiß es nicht, die Botschaft gehört, es hat euch getroffen, andere nicht. Ihr habt eine große Sehnsucht nach Jerusalem. Ihr wollt gern, dass alles wieder wie früher wird. Selbst die Propheten erliegen dieser Sehnsucht. Mir, also Gott, ist es zuerst wichtig, meine Gedanken über euch sind von Frieden bestimmt. Und zwar mitten in den Umständen, in denen ihr gerade lebt und leben müsst. Flieht nicht in eine Traumwelt. Schaut nicht zurück. Arbeitet euch nicht an den negativen Umständen ab. Gestaltet das Leben jetzt. Bewährt euch als mein Volk und vertraut mir weiter. Was kann das für uns bedeuten? Wie ist die Situation unserer Kirchen? Ich kann nichts über die Situation Ihrer Kirchen sagen, ich weiß es nicht gut genug. Aber ich kann sagen, dass wir in Deutschland damit zu kämpfen haben, dass Menschen sich von der Kirche abwenden. Da gibt es Prozesse von Entfremdung, dass man nicht viel mit der Kirche zu tun hat, und dann gibt es einen Anlass und die Menschen treten aus der Kirche aus. Das heißt, die Kirche in Deutschland schrumpft. Es passiert natürlich, dass in bestimmten Orten, wo ein lebendiges Glaubensleben ist, auch Menschen zusammenkommen, dass man das Gefühl hat, bei uns ist es gut, aber insgesamt schrumpft es überall. Und das stellt uns natürlich in Frage, weil es ein Umstand ist, der uns anzeigen könnte, Gott ist nicht mehr mit uns. Das geht auch, hat auch einige Folgen für uns. Die, die bei Kirche aktiv sind, nehmen es oft auch persönlich. Es liegt an mir, dass es schrumpft. Ich tue nicht genug. Ich muss aktiver sein. Ich muss mehr tun. Ich muss mehr glauben. Ich muss mehr beten. Ich muss mehr für die Menschen da sein. Ich muss mehr Zeit, mehr Kraft investieren. Es gibt Leute, die sind auf dieser Spur ansprechbar. Wenn du mehr tust, entsteht vielleicht mehr Segen.
Es gibt andere, die vielleicht eher denken, ich muss es besser machen, die Qualität stimmt nicht. Vielleicht kann ich nicht gut genug predigen, vielleicht ist meine Arbeit mit Kindern nicht professionell genug. Ich muss einen Kurs machen, ich muss einen Lehrgang machen, ich muss besser werden. Es gibt sehr sinnvolle Kurse und Lehrgänge, ich habe nichts dagegen. Aber wenn der Druck reinkommt, zu sagen, erst dann, wenn ich es besser tun kann, wird sich der Segen wieder einstellen, dann liegt die ganze Last für den Segen bei mir selbst. Und es gibt eine dritte Gruppe, die ich nennen möchte, die sagen, wir müssen es einfach anders machen. Also wenn die Art und Weise, wie wir den Glauben leben, bei den Menschen nicht so ankommt, müssen wir Alternativen wählen, etablieren. Wir müssen andere Gottesdienste feiern, wir müssen andere Angebote machen. Wir müssen Menschen anders erreichen. Ich habe nichts gegen alternative Angebote. Aber wenn die Motivation ist, dass Druck dahinter ist, wir müssen mit einem besser abgestimmten Angebot die Menschen besser treffen, damit sie endlich zu uns kommen oder bei der Kirche bleiben, dann ist das eine Motivation, die menschlich verständlich ist, aber letztlich nicht auf den Segen Gottes setzt. Wie denken wir gerade von Gott? Was meinen wir, wie er von uns denkt? Ist er vielleicht unzufrieden mit uns? Hat er uns den Segen entzogen? Dieser Gedanke kann bei vielen da sein. Es ist ja auch schon oft in der Erziehung so, wenn wir schon als Kinder etwas tun, was unsere Eltern nicht wollen. Was machen die Eltern? Sie entziehen uns Zuwendung, auf welche Art auch immer. Nein, sollst du nicht. Wir sind auf diese Weise auch konditioniert, das heißt darauf eingestimmt, dass wenn Zuwendung scheinbar fehlt, wir meinen, wir liegen schief. Die erste Botschaft aus dem Text ist, die Umstände sagen nichts darüber aus, wie Gott zu uns steht. Sie sagen nichts darüber aus. Können wir in unserer Situation hier in Deutschland oder in den verschiedenen Ländern glauben, dass Gott es gut mit uns meint, dass er gut von uns denkt, dass wir geliebt sind, dass er bei uns ist und bleibt, dass er das, was wir tun, wertschätzt, auch wenn es nicht so viel Segen bringt, wie wir vielleicht erhoffen? Mein zweiter Gedankenkreis, wieder eine Frage. Was sind Gottes Zeiten? Ich möchte gern mit Ihnen über das Thema Zeit sprechen. Die Weggeführten werden auf 70 Jahre Gefangenschaft eingestimmt. Eine lange, lange Zeit. Das bedeutet also, Ihre Generation wird die Rückkehr nicht erleben. Das ist sehr hart. In welchen Zeiten leben wir? Viele Menschen sagen, wir erleben in Europa eine große Zeit der Verunsicherung. Das ist der Krieg in der Ukraine. Da sind wir noch dabei, Corona zu verarbeiten, Klimaveränderung. Was bei uns in Europa eine große Rolle spielt, vor allem in Deutschland, Teuerung, Wirtschaftsprobleme. Da hört in Deutschland der Spaß auf, wenn es an die Wirtschaft geht. Wie verhält sich das gegenüber dem, was in anderen Ländern, was in Ihren Ländern passiert? Was ist ein Maßstab für Not und für Schwierigkeiten? Wann ist es wirklich schlimm? Denken immer noch die allermeisten, meine Güte, ihr in Deutschland, oder? Euch geht's so gut. Wir empfinden es aber anders. Was haben wir da für Zeiten? Ich bekomme immer mal wieder Post von Leuten, nicht immer auf feines Papier mit Tinte geschrieben, manchmal auch so ganz schnell über das Smartphone, die sagen, Herr Landesbischof, es ist Endzeit. Die Welt geht zugrunde. Manche zitieren Offenbarung 6, die vier apokalyptischen Reiter und sagen, jetzt kommen diese Plagen über die ganze Welt. Ich kenne eine Familie, die sagt, Europa wird es ganz besonders treffen, ich reise aus. Ich habe vorhin deswegen nach den Leuten aus Paraguay gefragt, weil ich eine Familie kenne, die nach Paraguay ausgereist ist. Weil sie sagt, in Deutschland ist es besonders schlimm, in Paraguay ist das Leben noch in Ordnung.
Ich hoffe, es ist so. Ich weiß es aber nicht. Was haben wir für eine Zeit? Der Kirchentag in Nürnberg hat das Motto gehabt, jetzt ist die Zeit. Hat gesagt, jetzt ist ein besonderer Augenblick. Jetzt ist die Zeit, wir laufen los. Das Kirchentagslied hat unglaubliche Energie freigesetzt. Wir wollen jetzt wieder in die Offensive kommen. Das ist eine andere Botschaft als die Botschaft, die den Leuten in Babylon gesagt wurde. Da wurde nämlich gesagt, es gibt nicht den entscheidenden Zeitpunkt, sondern es sind 70 Jahre Zeit. Ihr habt Zeit. Was wäre, wenn wir uns ein wenig frei davon machen, dass wir meinen, dass fast jeder Moment wie ganz entscheidend dafür ist, wie es weitergeht? Das setzt uns auch unter Druck. Was wir jetzt hier und heute tun, wird entscheidend sein für die Zukunft. Ich komme auch noch auf die Fragen von Klima und so weiter. Schaffen wir es in diesem Moment, alles zu klären, was für die Zukunft notwendig ist? Oder sollten wir nicht vielleicht sagen, wir leben in einem Zeitabschnitt, wo wir spüren, es gehen Dinge zu Ende. Es geht vielleicht auch in Deutschland eine Epoche der Kirchengeschichte zu Ende. Könnte ja sein. Wir wissen aber auch noch nicht, was kommt. Wir müssen den Moment aushalten und dürfen uns nicht verführen lassen, zu meinen, dass es jetzt und jetzt und jetzt und morgen und übermorgen, dass es immerfort wie ums Ganze geht. Ist es nicht auch Teil des Glaubens zu sagen, wir befinden uns in einem großen heilsgeschichtlichen Bogen des Weges Gottes mit den Menschen? Das bedeutet natürlich nicht, dass man verträumt, was man heute tun kann, aber dass wir uns entlasten und sagen, auch die Zeit ist in Gottes Hand. Vielleicht sind wir gerade in einer Zwischenzeit. Das war das Thema auf unserer Landessynode. Zwischenzeiten sind auch Gestaltungszeiten unter genau den Umständen, die gerade herrschen. Das würde für mich bedeuten, dass wir die Situation, in der wir sind, annehmen, dass wir Ja sagen. Mir kommt es so vor, als ob Menschen, die sich an den Umständen, unter denen sie gerade leben müssen, zu sehr reiben, also in eine Art Widerstand hineingeraten, als ob diese Menschen sehr viel Kraft verlieren. Und dass Menschen, die sagen, es ist, wie es ist, ich versuche in dem, was ist, zu tun, was ich kann, positive Energie entfalten. Auch hier gibt es, auch von diesem Gedanken gibt es eine negative Version, ne? Dass man schicksalsergeben wird, dass man sagt, keine Ahnung, was wird, es wird schon werden, dass man in die Passivität hineinkommt, das meine ich nicht. Aber dieses fruchtlose sich ärgern und abarbeiten an den Dingen, von denen man meint, die sollten nicht so sein, wie sie sind, ich meine die Umstände, unter denen wir leben, zieht unglaublich viel Kraft. Gottvertrauen bedeutet auch zu sagen, die Umstände, die Gott mir gerade zumutet, sind in seiner Hand. Das ist eine wesentliche Botschaft dieses Briefes, Jeremia 29, an die Leute in Babylon. Und ich meine, die waren sehr, sehr viel schlechter dran als die meisten von uns. Arbeitet euch nicht an den Umständen ab. Distanziert euch nicht von der Zeit, sondern lebt und entfaltet das, was ihr könnt. Orientiert euch an den Möglichkeiten, seht die Chancen, macht die Probleme nicht größer, als sie sind. In diesem Sinne ist Zeit, auch die verlaufende Zeit, immer Gottes Zeit mit uns. Und wenn wir am Morgen aufstehen, so sagen, vielleicht wird dieser Tag heute nicht der Kairos-Tag meines Lebens sein, wo sich alles zum ganz großen Neuen wendet und entwickelt. Aber es wird Lebenszeit mit Gott sein. Er wird heute da sein. Ich werde Handlungsmöglichkeiten haben. Ich möchte tun, was ich tun kann. Gott bewahre mich vor Ärger über das, was nicht geht. Zeit.
Da schließt sich unmittelbar bei mir die nächste Frage an: Was wird nach uns sein? Was wird nach uns sein? In unserem Thema heißt es ja, dass Gott Zukunft und Hoffnung geben will. Das heißt, wir richten jetzt den Blick nicht von dem, was jetzt ist, sondern auf das, was kommt. Zukunft und Hoffnung richten sich für Christen immer auf das kommende Reich Gottes. Immer. Immer. Weil es einfach die Botschaft ist, die der Glaube mit sich bringt. Wir leben auf das Reich Gottes zu. Jeder Tag, den wir leben, bringt uns näher an das Reich Gottes. Wir wissen aber nicht, wann es kommt, wann es final, endlich, letztlich in diese Welt einbricht. Deshalb ist es sinnvoll, dass wir an die nächste Generation denken. Wenn wir nicht wissen, wann das Reich Gottes grundsätzlich anbricht, ist es sinnvoll, wenn wir nach vorn schauen, an die nächste Generation zu denken. Ich habe meine Kindheit in der Zeit des Kalten Krieges verbracht, wie man sagt, Kalter Krieg, ne? Ost-West-Konflikt, Aufrüstung mit Atomwaffen. Ich habe als Kind oft gedacht, dass ich nicht erwachsen werde. Ich habe das wirklich gedacht. Das heißt, dass einfach die Welt auf den Abgrund zuläuft. Es gibt viele junge Leute heute, Kinder und Jugendliche, die mit ganz großen Problemen zu kämpfen haben, weil sie keine Zukunft sehen. Ich habe mich mit Sozialarbeitern getroffen, ist noch nicht so sehr lang her, die erzählt haben, dass in dem Raum, wo sie arbeiten, das war in der Nähe von Zwickau, dass die Plätze in den psychiatrischen Kliniken für Kinder und Jugendliche überbelegt sind, weil junge Menschen keine Perspektive für sich selber und für die Zukunft sehen. Hat was mit Corona zu tun, aber auch mit anderen Dingen. Es verdunkeln sich die Horizonte. Und weil das immer mal wieder wie eine Welle kommt, weil ich das auch kenne, glaube ich, dass wesentliche Teile unserer Initiative darauf gerichtet sein müssen, junge Menschen mit dem kommenden Gottesreich vertraut zu machen, für sie da zu sein, in die nächste Generation zu investieren. Im letzten Jahr hatte ich Besuch im Landeskirchenamt, da kam eine Gruppe vom Leipziger Missionswerk, Mission to the North, Leute aus unseren Partnerkirchen, und wir haben einen Vormittag zusammen verbracht. Sie sind inzwischen, glaube ich, schon wieder weg, an verschiedenen Einsatzstellen in Deutschland. Und ich habe dann irgendwann sie gefragt, was sie in Deutschland wahrnehmen, was anders ist als in anderen Ländern. Und sie haben erst ein bisschen rumgedruckst und sich überlegt, ob sie vielleicht dem Bischof das überhaupt sagen können, was sie wahrnehmen. Und ich sagte dann doch interessante Sachen, unter anderem: Wir haben den Eindruck, dass die Kirche in Deutschland oder ihre Kirche nicht wirklich in die junge Generation investiert. Ich sage, wie kommt ihr darauf? Na, in den Versammlungen der Gläubigen sind nur ältere Menschen. Warum ist das bei euch so? Was tut ihr für die junge Generation? Das hat mich auch ein wenig peinlich berührt, weil ich ja Landesjugendpfarrer viele Jahre gewesen bin und die Arbeit mit Jugendlichen stark gemacht habe oder es zumindest versucht habe. Ich möchte auch mit Blick auf den Brief an die Leute in Babylon, Weltuntergangsstimmung, mag alles sein, aber wir wissen nicht, was kommt. Und es ist sehr, sehr sinnvoll, in die kommende Generation zu investieren. Was heißt das? Das heißt eben, dass wir das, was wir haben, an die nächste Generation weitergeben. Bei den Juden damals war das natürlich die Zugehörigkeit zum erwählten Volk Gottes. Die Rituale, die Feste, die Glaubensinhalte, was es bedeutet, zum jüdischen Volk zu gehören. Wir geben weiter, was es bedeutet, zum neuen Gottesvolk zu gehören, was unseren Glauben ausmacht, an die nächste Generation.
Wir hier in Sachsen, wir haben evangelische Schulen gegründet, evangelische Kindertagesstätten. Wir haben vielfältige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden. Ich meine, dass wir hier noch mehr investieren sollten, als wir es tun. Es kann sein, dass insgesamt die Kirche gerade nicht so stark ist. Es bleibt aber ihr Auftrag, die Botschaften des Glaubens, die wir empfangen haben, die unserer Kirche wichtig sind, an die nächste Generation weiterzugeben. Es hat jetzt mal einer zu mir gesagt, vielleicht ist die Kirche gerade eine Isaak-Kirche. Ich hatte diesen Begriff bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehört. Isaak-Kirche, was bedeutet das? Und er hat es mir erklärt, das war ein Doktor der Theologie, er meinte, da gäbe es eine ganze Lehre dazu. Die kannte ich noch nicht, er hat mir das ganz grob erklärt, ich gebe es gern weiter. Er sagt, wenn die Juden von den Vätern des Glaubens sprechen, sprechen sie von Abraham, Isaak und Jakob. Und die drei Namen stehen oft ganz normal nebeneinander. Genau genommen aber ist in diesem Dreigespann Abraham, Isaak und Jakob der Isaak eine absolut schwache Figur. Es wird nicht viel von Isaak erzählt. Es wird nur erzählt, wie er seine Frau, die Rebekka, bekommen hat. Das hat noch sein Knecht für ihn besorgt und nicht mal er selber. Dann wird beschrieben, wie er den einen Sohn, nämlich den Esau, dem Jakob vorzieht. Dann wird noch erzählt, wie er am Ende seines Lebens, als er abgebaut hat, den Segen vermasselt. Also nicht den Esau, den er eigentlich segnen will, segnet, sondern den Jakob. Und ansonsten ist nicht viel los mit Isaak. Was aber hat Isaak gemacht? Er ist das Bindeglied zwischen Abraham und Jakob. Er hat das, was er hatte und konnte, einfach weitergegeben. Am Ende hat er doch den richtigen erwischt, weil Jakob gesegnet sein sollte. Was wäre das für ein Gedanke? Bloß mal so in den Raum gestellt. Wenn wir ein wenig demütig sind und sagen, vielleicht sind wir nicht die große Abrahamskirche, wo der Aufbruch, neues Land, neue Zeit, Kairos. Vielleicht sind wir auch nicht die Jakobskirche, wo plötzlich die Familie durch viele Kinder sich entfaltet, also wo man mehr wird. Vielleicht sind wir eine Isaak-Kirche. Und wir haben nur die Aufgabe, nichts anderes, das, was wir haben, an die nächste Generation sinnvoll weiterzugeben. Und zwar so, wie wir es können. Jeder mit seinen Möglichkeiten und Gaben. Das heißt ja nicht, dass wir bewusst wenig bleiben wollen, aber dass wir akzeptieren, man kann immer nur das, was einem gegeben ist, weitergeben. Alles andere ist Gottes Angelegenheit. Was wird nach uns sein? Ich meine, hier gehört auch dazu, dass wir uns einsetzen für die Lebensbedingungen der kommenden Generation. Wir können also nicht sagen, wir sind nur auf die neue Welt Gottes konzentriert, wenn wir zugleich denken müssen, unsere Kinder und Enkel und wie lange auch immer werden in dieser Welt zu leben haben. Unsere Kinder und Enkel werden uns den Glauben nur abnehmen, wenn wir uns auch für ihre Lebenswelt einsetzen. Ich entdecke gerade ganz neu den Christus-Hymnus im Kolosserbrief Kapitel 1, wo Christus als der beschrieben wird, durch den und mit dem alles geschaffen wurde. Der Mitschöpfer und durch den und mit dem alles versöhnt ist. Nämlich nicht nur wir, die wir als Versöhnte leben, sondern die gesamte Welt, alles Geschaffene. Deswegen können wir nicht darauf verzichten, uns für die gesamte Welt einzusetzen und als Versöhnte in dieser Welt zu leben, damit auch unsere Kinder davon profitieren. Ich habe noch zwei Fragen. Die vorletzte, wo ist Gott zu finden? Solche Zeiten, wie wir vielleicht gerade erleben, wo es nicht so ist, dass man so in das Volle hineinlebt, sondern wo es eher ein wenig wie Krise aussieht. Also solche Zwischenzeiten,
sind auch Zeiten, die besonders der Gottsuche vorbehalten sind. Es heißt eben auch in dem Brief, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Was heißt das? Wenn der Segen nicht so sichtbar ist wie gewünscht, sind das Zeiten, in denen wir Gott selbst neu zum Thema machen sollten. Vielleicht, ich versuche ganz menschlich von Gott zu sprechen, vielleicht ist es Gott auch manchmal leid, dass die Menschen ihn vor allem deswegen suchen, weil sie etwas von ihm haben möchten. Segen, Bewahrung, Schutz, Inspiration, Kraft und so weiter. Es kann passieren, dass Menschen, wenn sie an Gott denken, vor allem daran denken, wofür sie ihn brauchen. Ich denke, dass Gott wahrscheinlich die allermeiste Zeit gut damit zurechtkommt. Er sagt ja auch in der Schrift, wir sollen ihn bitten, wenn wir etwas uns wünschen, machen wir. Aber kann es vielleicht sein, dass Gott zwischenreihen mal sagt, ich bin nicht euer Wunscherfüllungsautomat, sondern ich möchte gern, dass wir in einer liebevollen Beziehung miteinander leben, wo es euch auch mal um mich selbst geht. Denn es steht geschrieben, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und so sind die Zeiten, in denen es scheinbar so aussieht, als ob Gott nicht unsere Wünsche alle erfüllt, auch Zeiten, in denen wir neu nach ihm selbst fragen. Wie ist Gott? Wie können wir in Beziehung zu ihm sein? Ich habe einen Brief von einem Pfarrer bekommen, wir sind bei Briefen gerade, ne? Der sich auch damit befasst hat, mit diesen mehr machen und besser machen und anders machen. Und der hatte eine andere These, der sagte, sind solche Zeiten wie jetzt nicht Zeiten, in denen man Gott suchen sollte? In denen wir auch mal prüfen, ob wir nicht in einer immer schneller werdenden Rotation arbeiten für Gott und ihn selbst aus dem Blick verlieren. Gerade die, die für Gott engagiert sind. Brauchen wir nicht Ruhe? Sollten wir nicht zur Ruhe kommen? Zeiten der Stille, Pilgern gehen, Einkehrtage, Zeiten des Gebetes, Zeiten des Rückzuges aus der Aktivität, Zeiten, wo wir versuchen, Gott wahrzunehmen. Ich finde diesen Gedanken wichtig. Er ist keine Entschuldigung dafür, dass wir nichts mehr zu tun haben oder nichts mehr tun wollen. Er ist aber Ausdruck dessen, dass Gott möglicherweise neu gesucht werden soll und dass es Gott vielleicht mit der aktuellen Situation auch darum geht, dass wir neu auf ihn fokussiert sind. Damit das nicht zu innerlich wird, ich habe da doch eine kleine Sorge, erinnere ich ganz nebenbei an Matthäus 25, wo Christus diese große Rede vom letzten Gericht hält, ne, wo die Böcke von den Schafen getrennt werden und die einen kommen in den Himmel und die anderen in die Hölle. Und da geht es darum, was man denen getan hat, die leiden, die auf der Flucht sind, die nichts anzuziehen haben, die nichts zu essen und zu trinken haben, die im Gefängnis sind oder krank sind. Und dann fragen die ja, und er sagt, das habt ihr mir, ja, wo haben wir das dir getan, als ihr es denen getan habt, die meine geringsten Schwestern und Brüder sind. Das heißt, Gott suche ist auch Suche bei denen, die notleidend sind. Dort ist Gott. Würde für mich auch bedeuten, für die Kirche, dass wir nicht zu stark mit Selbsterhaltung beschäftigt sind, sondern mit denen, die uns brauchen. Die letzte Frage, wie stellen wir uns denn die Zukunft vor? Wenn Gott Zukunft und Hoffnung geben will, was meint er damit? Wie steht es also in diesem Dreigespann von Glauben, Lieben und Hoffen um die Hoffnung? Hoffnung bedeutet, ich lebe auf ein wünschenswertes Ziel, auf eine wünschenswerte Zukunft zu. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was Ihre Träume und Wünsche für die Zukunft sind. Ich kann Ihnen aber gern sagen, wovon ich träume, was meine Hoffnung ist, worauf ich gerne zuleben möchte. Das ist für mich
eine Momentaussage, was bei mir im Moment da ist. Aber ich teile es gern mit Ihnen. Meine erste Sehnsucht ist die, die Paulus im Römerbrief Kapitel 8 formuliert, dass die Kinder Gottes offenbar werden gegenüber der Schöpfung. Die ganze Schöpfung sehnt sich und lebt darauf zu, dass sichtbar wird, dass die Kinder Gottes versöhnt mit der Schöpfung leben. Es ist wichtig, dass wir das, was uns von Gott geschenkt ist, zeigen. Dass es wieder sichtbar wird in der Welt. Und ich gehe davon aus, dass Gott uns verschiedene Dinge anvertraut. Und ich möchte dazu ermutigen, wenn wir eine Zukunft mit Hoffnung haben wollen, es wird davon abhängen, ob wir in der Lage sind zu zeigen, welche Hoffnung in uns ist. Es muss rauskommen, was uns selber trägt und lebendig macht. Das Zweite ist, ich möchte gern, dass wir miteinander erleben, dass der Beziehungswohlstand wächst. Ich nehme da ein Wort von Heinrich Bedford Strom, der hat es formuliert zum Kirchentag, vielleicht auch schon an anderer Stelle in seiner Öffnungspredigt, statt materiellen Wohlstand in Beziehungswohlstand zu investieren und dort etwas zu erleben. Ich denke, das ist so etwas wie ein Gebot der Stunde und der Zeit, dass die Gemeinschaft gestärkt wird. Menschen erleben, dass Wohlstand ungewiss ist und darüber hinaus, dass Wohlstand eben auch nicht so glücklich macht, wie man hofft. Beziehung aber sehr wohl. Meine Hoffnung ist, dass wir nach einer langen Phase der Individualisierung, bei uns vor allem in Europa, wieder in eine Zeit der Gemeinschaft hineinfinden, dass das Pendel in die andere Richtung ausschlägt. Dass nicht jeder nur denkt, wie er seine persönliche Zukunft bestmöglichst gestaltet, sondern dass wir neu zusammenhalten und Erfüllung darin finden, unseren Nächsten zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Und schon auch, dass wir neu in den Blick nehmen, dass diese Welt noch nicht das Reich Gottes ist. Vielleicht ist es doch so, dass in Europa, vielleicht auch in Nordamerika, ich weiß nicht, dass man doch denkt, wenn wir es nur gut genug machen, kommt das Paradies auf die Welt. Wir haben doch in guten Verhältnissen gelebt, oder? Und jetzt sind wir auch ein wenig erschrocken, dass das Böse noch nicht aus der Welt geschafft ist und dass der Mensch ist, wie er ist. Und deswegen müssen wir auch wieder die Botschaft von der Erlösung und vom kommenden Gottesreich stark machen. Es wird so bleiben, egal wie wir die Welt gestalten, was wir tun, dass es Böses gibt, dass Dinge schiefgehen, dass sich Wünsche nicht erfüllen, dass Ungerechtigkeit ist, dass Menschen ihr Leben führen mit dem Gedanken, ich bin Opfer von Ungerechtigkeit, anderen geht es besser. Und ohne den Gedanken an das Reich Gottes, auch an die ausgleichende Gerechtigkeit Gottes, daran, dass Gott alle Tränen abwischen wird von unseren Augen, dass es eine neue Welt Gottes geben wird, werden wir keine Hoffnung entwickeln können. Dann müssen wir ja alles irgendwie in diese Welt hinein transportieren und die Welt zum Hoffnungsort machen. Ist sie aber nicht. Weder in der Realität noch in der Verheißung unseres Glaubens. Lasst uns also in Zeiten, wo die Menschen nach Orientierung suchen, auch wieder vom kommenden Gottesreich sprechen. Und dass wir durch diese Welt auf das Reich Gottes zugehen und dass in dieser Welt Glauben, Liebe und Hoffnung wachsen mit Blick auf das, was kommt. Dass wir in dieser Welt zu denen werden, die dann vor Gott stehen und mit ihm in eine ewige Gemeinschaft eintreten. Damit bin ich am Ende. Wir haben ein paar Minuten Zeit zum Austausch. Es Murmelgruppen heißt es so, ne? Das heißt, Sie haben die Gelegenheit, mit denen Sie so zusammensitzen, sich ein wenig auszutauschen. Ich habe nur eine ganz schlichte Frage. Was haben Sie gedacht beim Zuhören? Gibt es einen Punkt, wo Sie dachten, da könnte man vielleicht doch mal drüber nachdenken?
Und wenn das zwei, drei sich gegenseitig erzählen, könnte es interessant werden. Jetzt ist die Gelegenheit zum Austausch. Dankeschön. Danke.